Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und der Podcast heute, man sieht es schon und hört es natürlich auch, den kann man sich angucken. Denn ich habe heute einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Er mag das überhaupt nicht, wenn man so rumschleimt. Aber durch ihn bin auch ich ein Stück Journalist geworden. Stefan Aust ist bei uns. Eigentlich hätten Sie die Anmoderation machen, weil diese Stimme steht für Spiegel TV. Nein, hier sind Sie zuständig. Hier sind Sie zuständig. Stefan Aust, willkommen in Aalen. Waren Sie schon mal in Aalen? Nein, ich war noch nie in Aalen. Ich wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, wo das ist. Aber ein bekannter Redakteur hat mir gesagt, das wird auch die schwäbische Sibirien genannt. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Echt? Er hat mir dann auch gesagt, ich soll es auf keinen Fall heute verwenden. Und das werde ich dann auch nicht verwenden. Zumindest ich habe es auch noch nie gehört und ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich soll. Und Sie schützen Ihre Quelle, das machen Sie aber grundsätzlich, ne? Ja, das mache ich grundsätzlich. Das finde ich gut, ja. Wie war der erste Eindruck so vom Bahnhof jetzt zum Hotel? Ich war froh, dass ich endlich da war, denn ich bin von Berlin aus gekommen mit der Bahn und da ich so richtig vollbesetzte Züge nicht ab kann, habe ich einen Zug genommen, der ein bisschen später war, ein bisschen länger dauerte, dafür aber einigermaßen leer war. Aber deswegen bin ich heute schon ungefähr so lange unterwegs, wie man braucht, um mit dem Flugzeug von New York nach Frankfurt zu kommen. Gottes Willen. Ja. Willkommen. Das Einchecken, nicht willkommen nochmal bei uns. Schön, dass Sie da sind. Das hat einen Grund. Sie sind hier in Aalen, weil Sie eine Lesung machen auch. Sie haben ein Buch geschrieben. Nein, eine Lesung mache ich nicht. Was wird das sein? Ein Interview? Nein, ich mache da keine Lesung, weil lesen kann ja jeder selbst. Und wenn man, das wissen Sie von einem Hörbuch, wenn man einen Text liest, also laut liest, dann braucht man sehr viel länger, als wenn man ihn normal liest. Ja, ja. Und lesen können die Leute selbst und deswegen sage ich immer, die sollen mir jemanden schicken, der mich befragt. Sehr gut. Ja. Das macht die Sache sehr machen leichter. Machen wir heute auch in Stellen. Zeitreise heißt das Buch. Da steht auch drunter Autobiografie. Ich finde das gar nicht autobiografisch, ich finde es vielmehr journalistisch. Ja, Sie haben den Fehler an dem Buch sofort entdeckt. Das ist richtig. Ja, ich wollte auch keine Autobiografie schreiben, sondern ich wollte ein Buch schreiben, entlang der Filme und der Texte, die ich im Laufe meines Lebens da so geschrieben habe. Und das sollte eigentlich heißen Zeitreise, Beobachtungen am Rande der Geschichte. So, das war eigentlich der Sinn der Sache und ich wollte sozusagen an meinem Lebenslauf längst erzählen, was ich das Privileg hatte, irgendwie recherchieren und aufschreiben zu können. Privileg und, ist gut. Ja, das ist ein Privileg. Ja. Deswegen habe ich das ja gemacht, das Ganze. Aber der Verlag meinte, es müsste auch ein bisschen was Persönliches rein und es sei ja auch in gewissem Sinne eine Autobiografie. Aber der Begriff Autobiografie steht relativ klein vorne drauf. Und es haben auch manche Kritiker haben gesagt, es ist viel zu wenig persönlich. Aber wenn es persönlicher gewesen wäre, hätten die wohl gesagt, was interessiert uns dessen Privatleben? Das widerstrebt auch dem Journalisten sowieso so selbst. Hauptaugenmerk ja, zu sein. Ja, also das ist eigentlich nicht so mein Ding, dass ich zu viel über mich selbst erzähle. Natürlich kommen bestimmte Sachen drin vor, das geht ja auch gar nicht anders, weil man ja auch deutlich machen muss, warum man zu bestimmten, sagen wir, Ansichten kommt oder zu bestimmten Wegen, die man sich sucht, kommt. Das hat ja alles auch mit persönlichen Dingen was zu tun, mit der Herkunft, mit der Geschichte, mit der Familie. Aber ich habe das ziemlich weit zurückgehalten. Mir kommt das, als ich das... Das wäre übrigens noch sehr viel dicker geworden, wenn ich dann wirklich angefangen hätte, das eine oder andere noch persönlich zu erzählen. Das Buch war ja jetzt schon ungefähr 1000 Seiten länger, als es jetzt geworden ist. 1000 Seiten länger, es hat über 650 Seiten. Ja, aber es hatte 1000 Seiten mehr und die Lektorin hat da ungefähr 1000 Seiten rausgestrichen. Was macht man da als Autor? Da würde ich sagen, das ist die Arbeit, die habe ich reingesteckt. Gibt es einen Teil 2? Also ich hatte am Anfang wirklich überlegt, meine Zeit lang, ob man nicht 2 Teile draus machen sollte. Es gibt auch ein paar Leute, denen ich vorher mal was zu lesen gegeben habe, die gesagt haben, warum soll Alice Schwarzer 2 Teile über ihr Leben schreiben, das kannst du auch. aber irgendwie der Verlag und die Lektoren waren der Meinung, es ist wirklich besser, wenn man das ein bisschen konzentriert. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal den Director's Cut. Sie haben ja selbst ganz viel in Ihrer journalistischen Laufbahn auch korrigiert, redigiert, mit Texten gearbeitet. Wie ist das dann, wenn einer in Ihren Texten auf einmal rumfuhrwerkt und sagt, nö, das kommt, glaube ich, nicht so gut an? Kriegt man da die... Nee, also Sie dürfen eins nicht vergessen. Wenn man anfängt, sowas zu machen, und das habe ich ja gemacht, dann habe ich als erstes mal zusammengetragen, was ich als Basis, Artikel, Texte von Filmen ich hatte. Ich habe glücklicherweise
die meisten Texte der Filme, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, aufbewahrt oder ich konnte sie mir nachträglich noch besorgen und habe auch alle meine Notizbücher, jedenfalls in der Zeit, ich war 15 Jahre bei Panorama, also beim NDR und die meiste Zeit bei Panorama, die Notizbücher mit meinen Recherchen, die habe ich alle aufbewahrt. Ich habe immer so DIN A5 Klappen gehabt und da habe ich jede Telefonnummer reingeschrieben. Und wenn Sie so eine Basis haben, dann können Sie sich daran längst schreiben. Ich habe dann also die Dinge, die per Schreibmaschine oder Computer geschrieben waren, die habe ich von meiner Tochter, sie kennt sich besser mit dem Computer aus, umprogrammieren lassen, sodass ich die als Basis nehmen und verändern konnte. So. Und wenn ich dann anfange, sagen wir mal in den frühen 60er Jahren oder mit der ganzen Familiengeschichte und sonst was anzufangen, dann weiß ich ja nicht, wo ich ende. Das heißt, ich habe dann lieber mehr Sachen reingeschrieben als weniger Sachen reingeschrieben, weil ich ja nicht wusste, ob mir nicht nachher irgendwann der Stoff ausgeht. Okay. Und deswegen habe ich gedacht, was einmal drin ist, ist schon mal da. Und ehe ich mir das nochmal suche, wenn ich dann doch sage, das müsste rein, das ist dann viel mühsamer. Deswegen habe ich so eine Grundbasis gehabt, die war sehr, sehr lang. Manchmal habe ich auch der Lektorin gesagt, nee, das finde ich jetzt falsch, das muss drin sein. Aber da fällt mir ein, dafür müsste noch was anderes drin sein. Also wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet und ich muss Ihnen sagen, die hat eine super tolle Arbeit gemacht, muss ich wirklich sagen. Also das wäre sicherlich nicht so dicht geworden, wenn sie nicht so viel rausgestrichen hätte. Stefan Aust, Reporter aus Leidenschaft, Panorama, Spiegel-TV-Erfinder, muss man so sagen, Spiegel-Chefredakteur, dann Welt-Herausgeber. Jetzt sind Sie auch Herausgeber noch, ne? Ja, ich bin es noch. Also die Funktion habe ich noch. Das ist jetzt nicht mehr so ein Fulltime-Vertrag. Das heißt, ich muss da nicht jeden Tag in der Konferenz sitzen. Das will ich auch nicht. Sonst wäre ich ja nicht dazu gekommen, noch Bücher zu schreiben oder Filme zu machen. Aber ich habe die Funktion noch und bin dadurch dazu gekommen, etwas zu tun, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe in der Zeit, in der ich bei der Welt bin, mehr geschrieben als jemals zuvor. Ich habe gerade durch die Erfahrung mit dem Buch, habe ich mir gesagt, man muss das alles irgendwie noch haben und habe mir gerade vom Sekretariat raussuchen lassen, alle Artikel, die ich in den letzten 7 Jahren, denn so lange bin ich da inzwischen auch schon, geschrieben habe. Und das sind, wenn ich mich recht entsinne, hat sie mir gesagt, das sind 1250 Stück oder sowas. In 7 Jahren. Ich habe eine ganze Menge, ne? Bevor Gewort anmelden, dann gibt es eine Ausschüttung. Und wenn man noch, ich weiß gar nicht, ob es da bei der VG Wort was dafür gibt. Aber also das war schon eine ganze Menge. Gut, da sind auch Sachen dabei, die ich mit anderen zusammen gemacht habe. Ich habe natürlich auch eine ganze Menge Sachen mit anderen Leuten zusammen gemacht. Als ich Ihr Buch gehört habe, ich bin nicht ganz durchgekommen, als ich es gehört habe, das ist für mich ist das natürlich, das ist eine Geschichtszeitreise, in der ich auch, glaube ich, politisch konditioniert wurde. Mir kam das manchmal so vor, ich habe lange überlegt, ob ich auch so vielleicht die Anmoderation mache. Ein Stück weit habe ich gedacht, das ist ja wie Forrest Gump. Sie waren immer an der richtigen Stelle. Das kann doch gar nicht sein. Das habe ich erfunden. Das haben Sie das mal gesagt? Ja, nein, also ich weiß es noch ganz genau. Das war viele Jahre her, als der Film frisch rauskam, da war ich mit einem Kamerateam in Alaska. Und wir sind in Anchorage, Alaska ins Kino gegangen und haben den Film in Anchorage, Alaska gesehen. Und dann habe ich zu den Kollegen, dem Kameramann und dem Kameraassistenten gesagt, das ist ja wie meine Geschichte. Ein bisschen doof, aber immer dabei. Das ist unglaublich. Also ich habe manchmal wirklich so den Eindruck gehabt, weil das war ja der Sinn dieser ganzen Geschichte, nicht? Dass er immer bei bestimmten Ereignissen ganz dicht dabei war. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ein bisschen wie Forrest Gump. Als ich springe mal so ein bisschen, weil chronologisch rangehen müssen wir gleich, das haben so viele schon gemacht, viel weiter vor uns. Ich habe so gelernt, dass Journalisten noch eine Distanz haben müssen. Und dann tauchen sie nicht nur im Film auf, was ja fälschlich dargestellt wurde, sondern sie greifen auch in die Geschichte ein, als sie zu der RF-Zeit das Kind ihres damaligen Herausgeberchefs gerettet haben. Die Kinder, haben. Die Zwillinge. Ja, die Zwillinge. Na ja, gut. Aber wissen Sie, das war eine ungewöhnliche Situation und in einer ungewöhnlichen Situation muss man dann vielleicht auch mal irgendwie was Ungewöhnliches tun. Das hat sonst mit meiner journalistischen Arbeit wenig zu tun gehabt. Das heißt, ich habe immer versucht,
mich aus allen Sachen ziemlich rauszuhalten, also ganz bewusst eine Distanz zu haben. Ich habe zum Beispiel niemals, Gott, vielleicht finden Sie jetzt doch, wo ich mal was unterschrieben habe. Nein, ich glaube nicht. Ich bin niemals in der Bürgerinitiative irgendwo gewesen. Ich habe niemals irgendeine Petition unterschrieben. Ich habe mich nie für irgendetwas direkt eingesetzt, um irgendetwas zu machen. Ich bin in keiner Partei jemals gewesen, in keiner Bürgerinitiative und so weiter. Das Einzige, und ich kann mich sogar erinnern, in den frühen Jahren, als ich bei Panorama war und der Programmdirektor Herr Reuker irgendwie die Filme abgenommen hat, er sagt, ja, ich möchte mal wissen, in welchem Verein Sie Mitglied sind. Und da habe ich gesagt, Herr Reuker, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin in einem einzigen Verein Mitglied und das ist der Verband Hannoverscher Warmblutzüchter. Und deswegen habe ich immer einen Abstand gehalten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Als Journalist ist das wichtigste Kapital, das man hat, die Glaubwürdigkeit. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei Spiegel TV manche Dinge nicht gemacht, die wir früher bei Panorama gemacht haben, nämlich irgendwelche Experten befragt oder Politiker befragt. Und ich habe immer gesagt, wenn Sie einen Experten haben wollen, der für die Atomkraftwerke ist, dann suchen Sie sich einen, der für Atomkraftwerke ist. Und wenn Sie einen haben wollen, der dagegen ist, dann suchen Sie sich einen, der dagegen ist. Und in dem Moment, in dem ich an irgendeiner Bürgerinitiative teilnehme, mich für irgendwas einsetze, für die Hausbesetzer oder gegen die Hausbesetzer oder weiß der Deibel, für Windräder oder gegen Windräder, dann weiß man ja, wenn ich anschließend eine Geschichte schreibe oder einen Film mache, dann weiß man schon vorher, wie die Position sein wird. Ja. Und ich habe immer versucht, die Position zu irgendeiner bestimmten Sache, über die ich was gemacht habe, anhand des konkreten Falles deutlich zu machen. Und habe auch kein Problem damit, wenn es mal darum geht, meine Position zu wechseln. Ich sage immer, wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm, und wenn es nicht regnet, dann nehme ich keinen Regenschirm. Das heißt, ich versuche, mich immer von Fall zu Fall mit einer Sache zu beschäftigen. Und manchmal auch vielleicht eine überraschende Position zu haben. Ich kann mich ja entsinnen, ich habe mal mit Otto Schily, das war bevor er Minister wurde, da hat er gesagt, sagen Sie mal, da war ich mit ihm noch auf Sie, sagen Sie mal, wo stehen Sie denn eigentlich politisch? Nicht? In welcher Partei stehen Sie eigentlich nahe? Ich habe hier gerade einen Bericht gesehen über, das war zu der Zeit, als er Anwalt von Gudrun Ensslin war. Ja. Ich habe einen Bericht irgendwie gesehen im Panorama gegen die Berufsverbote, DKP, für DKP-Mitglieder. Sind Sie irgendwie in der Nähe von der DKP? Ich sage, um Gottes Willen, never ever, nicht die Spur. Aber ich bin gegen die Berufsverbote. Hat man ein sehr interessantes Interview, ich weiß nicht, ob Sie so weit gekommen sind in dem Buch, mit dem Innenminister Schieß gemacht, dem baden-württembergischen Innenminister Schieß damals, der ganz besonders intensiv seine Behörden gegen Leute hat Untersuchungen anstellen lassen, die in den öffentlichen Dienst wollten, um festzustellen, waren die in der DKP oder in irgendwelchen anderen Gruppierungen. Spur ja. Da drauf. Und dann hab ich gesagt, Herr Schieß, nehmen wir mal an, nach dem Kriege wären die ehemaligen Mitglieder der NSDAP so aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen worden, wie Sie heute die DKP-Mitglieder ausschließen. Glauben Sie, dass Sie als ehemaliges NSDAP-Mitglied jemals im öffentlichen Dienst Ihres Bundeslandes untergekommen wären? Und hat er abgebrochen oder hat er reagiert? Nein, er hat geantwortet, und zwar sehr sachlich, hat geantwortet, das sei ja etwas anderes gewesen. Er sei ja ein Mitläufer gewesen. Und die Angehörigen, Mitglieder der DKP, das seien ja jetzt Aktivisten, das sei ja was völlig anderes. Allerdings hat hinterher sein Pressesprecher mich zur Seite genommen und hat gesagt, wissen Sie, demnächst beginnt ja hier der Stammheimer Prozess und ich weiß nicht, ob Sie so einfach eine Berechtigung als Journalist am Prozess teilzunehmen kriegen. Komischerweise, man hat ihm ja ganz oft gedroht eigentlich, und man, wenn man Journalisten geißeln will, dann darf, ich weiß, bei Kohl war es das Problem, man durfte nicht in die Regierungsmaschine oder sollte weniger mitfliegen. Das war doch für Sie so, kam mir das selbst bei Ihrem Vorlesen vor, immer ein Anreiz, jetzt erst recht, oder? Ja, wissen Sie, bei Kohl war das so,
das war vor meiner Zeit. Also der Spiegel hat auch eine, damals kann man wirklich sagen, eine Kampagne gegen Kohl geführt, nicht? Kohl kaputt, und also immer gab es irgendwelche Titelgeschichten gegen Kohl, ist ja auch legitim, aber dadurch war irgendwie so klar, Kohl hat behauptet, er würde den Spiegel nicht lesen und hat dem Spiegel kein Interview gegeben nach einem einzigen Interview. Es gab mal ein Interview, das hat der damalige Ressortleiter, der kam aus Rheinland-Pfalz, Kils, später Chefredakteur, dann später Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, mit ihm geführt. Und in diesem Interview kam dieser Begriff des Generalisten irgendwie vor. Und irgendwie hat er sich über dieses Ding so geärgert, dass er dem Spiegel nie wieder ein Interview gegeben hat. Ich habe auch nie versucht, ein Interview mit ihm zu kriegen. Ich habe ein einziges Mal mit ihm an einem Tisch gesessen. Das war in der letzten Phase seiner Amtszeit, kurz bevor klar wurde, wer für die SPD als Kandidat antritt. Und ich weiß genau, da hat mich der Hubert Burda mitgeschleppt. Auf irgendeiner Veranstaltung habe ich den getroffen und hat gesagt, wir gehen heute Mittag mit Kohl essen und kommen Sie doch mit. Und ich habe gesagt, klar, mache ich. Und dann haben wir gegessen, das heißt, er hat Unmengen gegessen und hat ununterbrochen geredet, Kohl. Und ich weiß eines, der damalige Redakteur, ich glaube der FAZ, der mit am Tisch saß, der hat am nächsten Tag oder am übernächsten Tag eine Geschichte veröffentlicht, dass ganz sicher Lafontaine der Kanzlerkandidat der SPD wird, weil Kohl nämlich die ganze Zeit erzählt hatte, Lafontaine wird der Kanzlerkandidat der SPD. Was er dann ja nicht wurde. Sie hatten auch schon einen Riecher für, wer es machen sollte. Nicht sollte. Also sollte war immer nicht mein Begriff. Mein Begriff war, und wenn ich also mit SPD-Leuten darüber geredet habe, habe ich immer gesagt, mit den Kandidaten, mit denen ihr hier antretet, werdet ihr nie eine Wahl gewinnen. Das ist jetzt nicht meine Angelegenheit, aber die gewinnen keine Wahl. Der Einzige, mit dem ihr eine Wahl gewinnen könnt, ist Gerhard Schröder. Sie und so kam es dann auch. Sie haben auch in Ihrer Zeit als Spiegel ganz viele Zeilen und die Titelgeschichten gemacht. Ist das sowas wie, auf Befehl kreativ sein ist schon schwierig, wenn man sagt, okay, ich weiß auch, dass der Spiegel eine sehr starke Layout-Redaktion hat, wenn der permanente Chefredakteur rumhängt und sagt, mach doch mal so, sie sollen auch gescribbelt haben, einige Titelbilder. Also eigentlich fast alle. Und so, weil Sie wussten sofort, was Sache ist, oder? Mal, es ist ein ganz simpler Vorgang. Ich bin ja nur Chefredakteur geworden, weil die Auflage im permanenten Sinkflug war. Und es gab verschiedene Begründungen dafür, warum das so sein würde. Das hängt damit zusammen, das private Fernsehen war gerade aufgekommen und die Leute haben nachweislich ja sehr viel mehr Zeit vom Fernseher zugebracht. Und das geht dann von der Zeit der Lektüre irgendwie ab. Dann gab es Fokus, frisch auf dem Markt. Genau. Und ich war anderer Meinung. Ich war der Meinung, die Hefte sind nicht gut genug. Und da war ich aber noch bei Spiegel TV. Ich habe die ganze Zeit, während ich bei Spiegel TV war, das sind 7 Jahre gewesen, bevor ich Chefredakteur wurde, bin ich jeden Morgen in die Spiegel-Konferenz gegangen, in die Ressortleiter-Konferenz, hatte immer so einen Platz auf so einem Schrank im Rücken des Chefredakteurs und habe mich nie an den Diskussionen beteiligt. Habe mir aber so angeguckt, wie die das so machen. Und dann, als die Auflage so immer weiter runterging, hat der Geschäftsführer mich mal gefragt, war ich in seinem Büro, irgendwie mache ich mir Sorgen um die Auflage. Was glauben Sie, woran das liegt? Nicht, weil wir hatten mit Spiegel TV immer steigende Quoten. Und dann habe ich so gesagt, Seikel, stehen Sie mal auf. Ist er aufgestanden und habe gesagt, jetzt drehen Sie sich mal um. Und da hatte er hinter sich, hinter seinem Schreibtisch, so eine große Tafel hängen. Und da war eine gerade Linie für jedes Jahr, für die Durchschnittsauflage des Vorjahres. Und dann waren praktisch auf dieser Linie, die die Durchschnittsverkaufsauflage des Vorjahres zeigten, war so in Streichholzschachtelgröße, waren die Titelbilder abgebildet. Und wenn die untere Linie auf der Linie war, untere Kante auf der Linie war, dann war das im Durchschnitt des Vorjahres. Und wenn es da drüber war, da drüber. Und wenn es da drunter war, da drunter. Mhm. So, und die meisten waren alle drunter, waren immer weiter, von Jahr zu Jahr immer weiter runtergegangen. Und dann habe ich gesagt, Herr Seikel, jetzt gehen wir mal die Titelbilder durch und damit die Titelgeschichten. Und ich stelle Ihnen eine einzige Frage. Haben Sie die gelesen? Und sind wir die alle durchgegangen? Haben Sie den gelesen? Nein, nicht gelesen. Den gelesen? Nein, nicht gelesen. Den gelesen? Nein, so halbwegs, war nicht so gut. Den gelesen? Nein, nicht gelesen. So. Und mir war es ganz genauso gegangen. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, Herr Seikel, wenn Sie als Geschäftsführer, Sie kriegen das Ding ja umsonst, wenn Sie die Titelgeschichte nicht lesen, warum soll irgendjemand am Kiosk das Heft kaufen?
der muss dafür auch noch bezahlen. Und deswegen war mir eines absolut klar, und zwar die ganze Zeit, schon bevor ich da anfing. Der wesentliche Hebel, und damals war ja im Einzelverkauf noch eine viel größere Auflage oder größerer Teil der Auflage. Wenn da 100, 150.000, 200.000 Unterschied sind von einer Woche auf die andere, womit hängt das denn zusammen? Das hängt damit zusammen, was da vorne drauf ist. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, das Wichtigste ist das Titelthema, das Titelbild und die Titelzeile. Und deswegen habe ich mich vom ersten Tag an, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, sehr intensiv um die Titel gekümmert. Und ich hatte irgendwie, ich will mal behaupten, ein gewisses Talent, eine Idee für ein Bild zu haben, was man dann mit einer Zeile kombiniert. Weil ich habe immer gesagt, ein gutes Titelbild und eine gute Zeile ist so ähnlich wie ein Witz. Ein Witz funktioniert ja dadurch, dass sie eine Geschichte erzählt kriegen und durch die Pointe versteht man plötzlich die Geschichte anders. Und das Verstehen löst den Lacheffekt aus. Und so ähnlich muss es beim Titelbild auch sein. Sie müssen ein Bild sehen und dann haben sie eine Titelzeile dazu und dann ist ein Funke, der durch ihr Gehirn geht, der ihnen sagt, wie sie das jetzt verstehen. Und das konnte ich ganz gut. Warum sind Sie nicht zu Bild gegangen? Ich könnte niemals eine Zeitung machen, die ich freiwillig nicht lesen würde. Okay. Und schon gar nicht kaufen würde. Das kann man nicht. Also Sie können nicht, also ich könnte es jedenfalls nicht. Es gibt sicher Leute, die das können. Ich kann nicht, wenn ich, und ich bin kein Bildleser, ich will jetzt nichts gegen Bild sagen, aber also ich bin nicht der typische Bildleser. Mhm. Und deswegen könnte ich auch nicht Bild-Chefredakteur sein. Also ich könnte nicht mich so auf eine Position stellen, irgendwie, ich finde das zwar langweilig, aber meine blöden Leser finden das vielleicht interessant. Ich kann eigentlich nur, und so habe ich es immer gesehen und betrachtet, und so war es auch, ein Blatt so machen, wie ich es selber gern lesen oder kaufen würde. Haben Sie eigentlich mal eine Zeile bereut, die Sie gemacht haben? Wo Sie gesagt haben, okay, das... Ja, ich habe, ja doch. Also bereut ist jetzt wirklich übertrieben. Es gab natürlich schon Fälle, in denen ich gedacht habe, hätte man eine bessere Idee haben können. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Als Schröder sich wieder zur Wahl gestellt hat, in den vorgezogenen Wahlen, ich glaube, es war bei den vorgezogenen Wahlen, oder bevor er die Wahlen, ist egal, also so ungefähr in dem Zeitraum, da war ich in Südafrika und mein Redakteur, der Leiter des Berliner Büros, Gabor Steingart, rief mich an und sagte, was wollen wir für einen Titel machen? Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und habe ich gesagt, Mensch, die Arbeitslosigkeit ist doch das große Thema. Und hat Schröder nicht mal irgend sowas gesagt wie, wenn wir es nicht schaffen, die Arbeitslosigkeit nennenswert zu reduzieren, dann sind wir es nicht wert, wieder gewählt zu werden. Wie war denn der Satz noch genau? Schicken Sie mir den doch mal. Dann lass uns doch einfach einen schwarzen Titel machen mit einer weißen Schrift drauf, wo dieses Zitat drauf ist. Nichts anderes. Es gab auf dem ganzen Titel nichts anderes als dieses Zitat von Gerhard Schröder. So, und als ich dann, und ich habe das so aufgezeichnet, und ihm das geschickt und hat es gemacht und haben ihm eine Fotokopie davon geschickt, aber so ein graues Teil, was man da so kriegt. So, und als ich zurückkam und das gesehen habe, da fiel mir ein, habe ich gesagt, Mensch, das sieht irgendwie aus wie ein Grabstein. Das ist vielleicht ein bisschen zu dicke, das sieht ein bisschen aus wie ein Grabstein. Habe gedacht, na gut, war aber trotzdem so. Das war einer der Gründe, warum man mir damals auch vorgeworfen hat, dass wir zu kritisch mit Schröder umgegangen sind. Muss man sich auch mal vorstellen. Also es gab eine richtige, als Schröder dann die Wahl verloren hat, da gab es eine richtige Kampagne gegen Steingart und vor allen Dingen gegen mich, dass wir Schröder die Wahl vermasselt hätten. Und jetzt muss ich mir mal vorstellen, wenn ich jetzt heute sagen würde, ja, ich bereue sehr, dass wir Schröder damals die Wahl vermasselt haben, dann würden dieselben Leute, die mich damals in die Pfanne gehauen haben, würden mich wieder wegen der gegenteiligen Position in die Pfanne hauen. Sie waren eigentlich immer ein Mensch, wenn man das liest und hört, der das Abenteuer gesucht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die Abenteuer, die Sie in Kolumbien beschreiben, super spannend, ob nicht das größte Abenteuer war, sich von der Mitarbeiter-KG des Spiegel zum Chefredakteur über Rudolf Augstein machen zu lassen. Naja, aber das habe ich mir ja nicht ausgesucht, das Abenteuer, sondern es war so, dass Augstein, der hat ja mal die Hälfte des Unternehmens an die Mitarbeiter-KG verschenkt, hat er dann auch später durchaus bereut.
Und als er den Chefredakteur auswechseln wollte und mich da einsetzen wollte, gab es massiven Widerstand von der Mitarbeiter-KG dagegen. Und weil sie der Mann vom Fernsehen war, oder warum? Ach, also erstmal waren die solidarisch mit ihrem Chefredakteur, den sie ganz prima fanden. Kiltz war damals Chefredakteur. Kiltz, und ist ja auch legitim. Übrigens, die beiden Stellvertreter, die Kiltz eingesetzt hatte, die habe ich übernommen. Und obwohl die 14 Tage vorher oder eine Woche vorher hatten die einen Besuch bei Rudolf Augstein in der Elbhöhe organisiert, um ihn dazu zu bringen, von meiner Berufung Abstand zu nehmen. Und ich kannte die beiden, Jocke Preuß und Dieter Wild, und fand das sehr gute Leute. Und ich fand, das war auch ein Akt der Solidarität, dass sie für den Chefredakteur, der sie zu dieser Funktion gebracht hatte, Stellvertreter zu sein, dass sie für die eingestanden sind. Und das fand ich ein Akt der Loyalität, ja. und habe das nicht irgendwie als gegen mich gerichtet betrachtet. Und als sie mich gefragt haben, also dann Augstein und der Geschäftsführer, ich könnte mir jetzt Stellvertreter suchen, habe ich gesagt, nee, ich nehme die, ich finde die gut. Und schauen wir mal, ob wir mit denen zurechtkommen. Und ich sage Ihnen, mit Jockel Preuß bin ich bis zu meinem letzten Tag dort gewesen. Der hat dann, als die KG dann, als Augstein tot war, hat die KG natürlich zugesehen, dass sie mich wieder loswerden wollte und konnte. Waren auch neue Leute in der KG. Und ich habe den Dieter Wild, den habe ich über sein Pensionsalter dort beschäftigt und ihn dann gegen einen anderen ersetzt. Aber der ist länger da geblieben als eigentlich seinem Alters. Es gibt da die schöne Geschichte, dass das Eis gebrochen wurde bei der ersten Redaktionskonferenz mit dem Pferd. Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wusste das nicht mehr. Okay. Es war nur so, als Dieter Wild gestorben ist, hat seine Witwe, seine Frau Gisela Wild, mich gebeten, die Totenrede zu halten. Und dann hat sie mir Unterlagen und Aufzeichnungen von ihm gegeben für die Trauerrede. Und da stand das drin. Ich hatte es wirklich, ehrlich gesagt, vergessen. Sie hatten es gesagt, ne? Mein Pferd springt höher. Oder hat er gesagt? Ja, ja, na, er war so. Es war so. Irgendwie hat er gesagt, und am Ende, und mein Pferd springt doch höher als Ihres. Nicht? Und dann gab es ein großes Gelächter. Aber es stimmte natürlich nicht, er hatte Dressurpferde und ich hatte Springpferde. Das war natürlich völlig falsch. Nicht? Aber damit war das Eis irgendwie gebrochen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es vergessen. Jetzt wird man Spiegel-Chefredakteur. Man kann ja durchaus sagen, das ist ein bedeutendes Magazin, was in der Bundesrepublik steht. Ist das so etwas, wo Sie dann auch mal zu Hause Frauen rufen und sagen, Schatz, ich bin jetzt Chefredakteur vom Spiegel? Oder ist das in Ihrer Vita so, ach, da kommt was? Und ich glaube, als Sie beschreiben das auch im Buch, als man Sie informiert hat, Ihre Tochter gerade Geburtstag, ne? Es war eine Geburtstagsfeier. Ja, die wurde gerade 4, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Naja, und da kriegte ich einen Anruf. Es war erst, hat der Augstein mich angerufen und hatte gesagt, ja, wir haben die Mitarbeiter KG so weit, die wollen aber dir nur einen Jahresvertrag geben. Und normalerweise hatten die Chefredakteure einen 5-Jahres-Vertrag. Mhm. Und das kann ich dir doch nicht zumuten, nur einen Jahresvertrag. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Rudolf, wenn ihr meint, ich kann das, dann freue ich mich darüber sehr. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber es wird sich innerhalb eines Jahres herausstellen. Insofern habe ich nicht, und wenn ich das nicht kann, dann möchte ich dann möglichst schnell wieder weg. Und insofern habe ich gar kein Problem mit dem Jahresvertrag. Ich habe nur eine Bedingung. Wenn die mich wieder loswerden wollen, dann will ich meinen alten Job bei Spiegel TV wieder haben. Und hat er? Das war ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich wollte dann ja nicht auf der Straße sitzen. Ja, und, ja. Und ich habe ja viel Spaß bei Spiegel TV gehabt. Also es war ja nicht so, dass ich da unbedingt weg wollte. Nicht? Aber dann rief mich eben der Geschäftsführer an. Am Nachmittag, die ganze Familie war gerade beim Kaffee trinken und haben gesagt, so, die haben mir zugestimmt, dem Jahresvertrag. Herzlichen Glückwunsch, bist jetzt Chefredakteur. Habe ich gesagt, ich komme gleich. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und war eine halbe Stunde später da. Das war ja nicht Ziel eigentlich, oder? Da haben Sie diesen Ehrgeiz entwickelt, wenn möchte ich auch nach ganz oben und top. Nein, es war nicht so, dass ich unbedingt Spiegel-Chefredakteur werden wollte. Ich wusste, ich werde es irgendwann sowieso. Wenn Sie jetzt Ihre Station nehmen, war Spiegel das Spannendste oder war die Anfangszeit, als Sie, Kontext, als Sie anfingen, Blattmacher zu werden, eine wilde journalistische Zeit haben am Anfang? Ich sage Ihnen, alles zu seiner Zeit. Ich war ja nach der Schule
einen Tag nach dem Abitur war ich ja bei Konkret, wollte dann eigentlich nur so ein Praktikum machen, war dann aber so spannend, dass ich da 3 Jahre geblieben bin. Es war eine wahnsinnig interessante, aufregende und Zeit. Und also richtig Verantwortung, Sie waren ja nicht ich habe immer ziemlich viel gearbeitet, muss ich sagen. Ja. Ich war ziemlich fleißig immer und hatte auch ein gewisses Talent, so ein Blatt zu machen. Hatte ich ja so bei Schülerzeitung schon gelernt und Röhl, also der Herausgeber, Ehemann von Ulrike Meinhof, der hat auch sehr schnell irgendwie gemerkt, gut, der kannte meine Schülerzeitung, weil da war ich mit seinem sehr viel jüngeren Bruder, der war da, daher kannte ich die alle. Ja, ja, daher kannte ich die alle. Und er hat sofort gemerkt, dass ich wirklich Tag und Nacht bereit war zu arbeiten. Und hat mich auch gleich sehr gut bezahlt, muss ich wirklich sagen, weil er gemerkt hat, dass ich war wirklich fleißig. Was ist für Sie eine sehr gute Bezahlung? Können Sie das konkretisieren? Also ich kann es Ihnen genau sagen. Ich habe damals angefangen mit 400 Mark, so als Praktikum. Das war aber 1966 schon ganz gut. Einen Monat später habe ich 800 gekriegt und hat das also sehr, sehr nach oben geschraubt. Und ich hatte am Ende hatte ich irgendwie ungefähr 3.500 Mark im Monat für einen knapp 20-Jährigen oder gerade 20-Jährigen, oder als ich da gegangen bin, war ich 22. Sie müssen sich mal vorstellen, VW Cabrio damals hat 7.200 D-Mark gekostet. Das heißt, das war halb so viel, wie ein VW Cabrio gekostet hat. Aber ich hatte gar keine Zeit, das Geld auszugeben, weil ich so viel gearbeitet habe. Sie haben kräftig gespart. Ich hatte keine Zeit, das auszugeben. Ja, ja. Also das lag da auf dem Konto und das hat mir dann die Freiheit gegeben, als ich keine Lust mehr hatte zu sagen, so, jetzt mache ich dieses Blatt, mache ich noch fertig und dann bin ich weg. So manche Überschriften von Ihnen, weil man muss ja wählen konkret, dann wurde es irgendwann mal gesagt, komm, wir müssen ja täglich auch mal erscheinen, St. Pauli-Nachrichten. Ja, das war was anderes. Die St. Pauli-Nachrichten-Geschichte, das war wirklich sehr lustig, aber ich war ja bei konkret weg und dann ein halbes Jahr in Amerika kam ich wieder und da war es so, die St. Pauli-Nachrichten waren eine Wochenzeitung, die eine riesenhafte Auflage durch die Kontaktanzeigen hatte. Also das, was heute hier Partnership und ja, diese, ja, ja. Das war da. Und damit haben die über 1 Million Auflage gehabt. Und dann wurden sie plötzlich von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gestoppt, der öffentliche Handel durfte nur noch am Ladentisch verkauft werden. Und da ist die Anwältin des Verlegers, das war übrigens die Ehefrau von meinem späteren stellvertretenden Chefredakteur Dieter Wild, Gisela Wild, die zusammen mit einer Kollegin übrigens das Volkszählungsurteil beim Bundesverfassungsgericht durchgesetzt hatte. Also das Urteil gegen die Volkszählung. So, und die hatte eine clevere Idee. Die hat gesagt, im Gesetz steht, dass Tageszeitungen nicht indiziert werden dürfen. Und hat dem Verleger gesagt, kannst du nicht eine Tageszeitung draus machen. Muss aber eine richtige Tageszeitung sein, also mit Politik, mit Überschrift, mit allem drum und dran. Und dann kannst du ja das reguläre Blatt als Wochenendausgabe laufen lassen. Und da haben die mich gefragt, ob ich das nicht machen konnte. Und das fand ich lustig, muss ich wirklich sagen. Und habe deswegen diese Tageszeitung für ein halbes Jahr gemacht. Das war ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Da gab es doch auch Zeilen, die hätte man in der Bildzeitung finden können, oder? Ja, natürlich. Also doch. Also wir haben auch so Sammelüberschriften gemacht, aber wir haben auch also politische Überschriften. Also was weiß ich, als die Chinesen den ersten Satelliten in den Weltraum geschossen haben, da sind wir zum China-Restaurant um die Ecke gegangen, war ja auf der Reeperbahn, und haben gesagt, was heißt, und der piepste Dung Fan Hung, der Osten ist rot, und haben gesagt, schreib uns das mal auf Chinesisch auf. Und dann haben wir als Überschrift diese chinesischen Schriftzeichen genommen, mit der Überschrift, der Weltraum ist jetzt ein Chinese. Ja, so war das. Haben Sie nicht auch erklärt in einer Überschrift, warum Sie jetzt täglich erscheinen? Ja, das war das Erste. Doch, die Überschrift habe ich auch gemacht. Da war die Begründung, warum jetzt täglich erscheint. Und deswegen war die Überschrift, darum täglich eine Nummer. Es gibt da nichts zu verbergen. Das war wirklich sehr lustig. Aber wie gesagt, es war ein bisschen anders, als meistens die Leute glauben. Hatten Sie nicht gedacht, wenn ich jetzt diese, die in meiner Vita steht und St. Pauli-Nachrichten und solche Überschriften, dann bin ich erstmal für das Hochseriöse weg, oder? Ich muss Ihnen sagen, ich wusste ja, warum wir das gemacht haben. Wir haben praktisch für diese Zeitung das Verbot der Bundesprüfstelle unterlaufen. Und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Also ich hatte kein Problem damit. Jetzt gucken wir mal in die heutige Zeit. Die Karriere ist ja wirklich
beispiellos. Ich habe vor kurzem, war ich mit meinen Volontären in Berlin, habe denen mal so ein bisschen gezeigt. Wir waren bei der Welt, wir waren auch auf der Media Pioneer und haben uns ein paar Zeitungen angeguckt. Und ich hatte auf der Fahrt dann auch schon das Hörbuch an von ihnen. Ich habe dann gedacht, das kann ich meinen Volontären ja eigentlich gar nicht vorspielen. Das ist, wenn das deren Anspruch wird, Journalist zu werden, was sie erlebt haben, kann ich diese Wünsche nie erfüllen. Ich habe das mal so überspitzt gesagt, wenn man hier bei uns bei der Schwäbischen Post Journalist wird, ich halte das immer noch für den spannendsten und schönsten Beruf, den es gibt, aber ich werde nie im Dschungel sein, ich werde nie Schätze ausgraben. Mark Twain ist ja eins ihrer Lieblingsbücher. Also zumindest nicht in dieser Größe, wie sie es gemacht haben. Ich werde in Bopfingen und in Lorch sein, das sind so, oder in Aalen mit Doppel-A, was sie bislang nicht kannten. Wie würden Sie denn den Leuten Lust auf einen Job bei der Schwäbischen Post machen? Oder als Lokalzeitungsredakteur? Ich glaube, dass im lokalen Bereich gibt es wahnsinnig viele interessante Geschichten. Und ich muss Ihnen sagen, wo ich auch immer gewesen bin, habe ich mich mit den interessanten Geschichten befasst, die auf der Straße lagen. Und das kann im großen Bereich sein, das kann im kleineren Bereich sein. Man muss nicht unbedingt Kriegsreporter sein und Krieg ziehen. Ich wollte das auch mal machen, habe ich auch mal gemacht. Ja. Aber also ich möchte jetzt auch nicht mein Leben in allen möglichen Kriegen zubringen, sondern ich bin immer in die Bereiche gegangen, die mich gerade interessiert haben. Und manchmal, das merkt man nachträglich eigentlich erst besonders deutlich, was alles von Zufällen abhängt. Es sind einfach wahnsinnige Zufälle. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, Sie haben vorhin Kolumbien genannt, nicht? Mit diesen Drogengeschichten. Da war ich bei einer Familienfeier der Familie meiner Frau oder meiner späteren Frau. Und da war zu Besuch ein Freund der Familie, der war im kolumbianischen Konsulat in Hamburg angestellt. So, und dann habe ich mich mit dem über diese ganzen Drogengeschichten und Pablo Escobar und alles Mögliche unterhalten. Ich sagte, finde ich richtig interessant, sollen wir vielleicht mal machen. Sagte, ja klar, soll ich dir ein Visum besorgen? Und dann hat er mir am nächsten Tag ein Visum besorgt und am übernächsten Tag saß ich mit meinem Kamerateam im Flugzeug und wir sind nach Bogotá geflogen, haben Skat gespielt die ganze Zeit. Und, ja, und da habe ich dann wieder jemanden getroffen, der mir in Kontakt gemacht hat zu der damaligen Drogenbeauftragten von Cesar Gaviria, dem Präsidenten. Und die war in Medellin und die hat uns da Zugänge geschaffen. Und so kommt dann eins zum anderen. Gibt es so einen Moment, wo Sie wissen, jetzt ist die Geschichte rund, jetzt habe ich es super und dann... Nee, es gibt immer Momente, wo man denkt, vielleicht kommt da noch mehr. Und deswegen... Also zum Beispiel, als wir da in Kolumbien waren, das war die Zeit, in der Pablo Escobar gerade im Gefängnis saß. Und dann war sein früherer Mitdrogenhändler, Carlos Leder, der hatte so ein deutsches Vorfahren, der saß in Amerika im Gefängnis. Und dann hat unsere Korrespondentin in Amerika, hat dann uns einen Interviewtermine beschafft. So, und wenige Wochen später war ich dann plötzlich in Marion, Illinois im Hochsicherheitstrakt und hab den Carlos Leder interviewt. Auch die Leute, die sie im Umfeld haben, das waren ja, ich nenne das ja gerne wirklich positiv gemeint, so richtige journalistische Trüffelschweine. Sie haben es geschafft, Lenin zu filmen. Ja, aber auch, ich sage Ihnen, reine Zufälligkeit. Ich bin in Moskau. So. Rede dann mit unserem Büroleiter und dem Übersetzer und sag, Mensch, wisst ihr, eigentlich möchte ich gerne mal ins Lenin-Mausoleum. So, dann sagen die, ja klar, musst du ein bisschen Schlange stehen, aber kannst du rein. So, habe ich mich dahingestellt, Schlange gestanden, bis ich da drin war. So, komme ich wieder raus, bin wieder im Büro, sag mal, da müsste man mal drehen können. Da sagt doch der Büroleiter, ja, da ist schon mal gedreht worden. Hier neulich war ein russisches Kamerateam hier, die da gedreht haben in dem Mausoleum und die wollten das Material anbieten. Aber man weiß ja, wie Lenin aussah, als er lebte. Warum soll man denn Bilder davon haben, wie er in dem Glassarg liegt? Gibt ja auch ein Foto von 19, was weiß ich. Sag mal, spinnt ihr total? Und dann habe ich dem Übersetzer da gesagt, der so alles das im Büro managte, kannst nicht mal mit denen reden, ob wir das kaufen können, das Material. Und dann hat er mich, ich musste wieder zurück, dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, die wollen so und so viel dafür haben, war richtig viel Geld. Und dann habe ich gesagt,
also das kommt überhaupt nicht in Frage. Was ist denn richtig viel Geld für Spiegel? Das waren mindestens $100,000 oder sowas. Okay, ja. Mindestens. So, habe ich gesagt, das ist mir viel zu teuer, das machen wir nicht. Aber wenn das schon mal gedreht worden ist, vielleicht können wir selber mal fragen. Haben sie alle laut gelacht. Und dann hat der das geklärt, dass wir da drehen durften. So, dann konnte ich leider nicht, das bereue ich heute noch sehr, habe ich einen Reporter, Thomas Schäfer, mit dem Kamerateam dahin geschickt und habe dem Kamerateam $30,000 in bar mitgegeben. Und habe gesagt, also das kriegt er wahrscheinlich nicht umsonst, aber um da reinzukommen, das ist mir die Sache wert. So, und dann sind die tatsächlich, es zog sich endlos hin und was weiß ich alles. Und die haben das Geld wieder mit zurückgebracht. Weil die nämlich gesagt haben, also für Lenin verlangen wir doch kein Geld. So, und dann hatte der 25 Minuten Zeit, da zu drehen. Und der ist mit laufender Kamera da reingegangen, hat 25 Minuten gedreht. Das war alles eine Einstellung. Und hat das Geld wieder mitgebracht. Und dann, als wir das gesendet haben, gab es ein riesen Theater in Moskau. Wieso haben die da zugelassen, dass da jemand dreht? Und dann stellte sich heraus, dass da schon mal ein russisches Kamerateam gedreht hatte. Und da haben die das Material einkassiert. Und das einzige Material, was jemals gedreht worden ist und gezeigt worden ist, ist unser Material bis heute. Völlig irre. Zufälle. Ja. Bloß, man muss auch denn so eine blöde Idee haben und sagen, das machen wir jetzt. Aber Zufälle. Probieren wir mal. Also ich glaube ja an den Zufall. Aber was ich nenne es ja auch ein Stück weit für Sie, was für ein Reporterglück. Maus, Sie recherchieren für Barschel, für die Affäre, sind in der Schweiz, haben ordentlich Sitzfleisch, weil man wartet auch. Und dann taucht da auf einmal die weltweite Spionage-Elite auf, was ja bis heute noch komisch ist. Das ja, beschreiben und Sie das auch. Ist auch, also er war tatsächlich da, das ist gar keine Frage. Und ich habe heute noch Kontakt zu dem übrigens. Also der könnte ja auch mal damals, ein Glas mit Lars machen. mehr als damals. Ich habe ja ein Buch über ihn geschrieben, also ja. Bevor ich bei Spiegel TV anfing. Und das wollte er verhindern und hat dagegen geklagt und hat aber nicht gewonnen. Und ich habe ihn dann später irgendwie kennengelernt und stehe auf durchaus in Verbindung zu ihm, sagen wir es mal so, telefoniere mal oder er ruft mal gelegentlich an. Ich glaube ja auch nicht alles, ne? Ja, ja. Aber ach Gott, da könnte ich auch endlose Geschichten erzählen, habe auch schon mit ihm mal gesprochen, warum nicht nochmal ein neues Buch machen. Ich habe ja zuerst gedacht, Sie werden Spiegel-Chefredakteur, weil es halt diese Vita ist und es unglaubliche Geschichten Ihr ganzes journalistisches Leben gemacht haben. Es war aber auch so, Sie haben auch für Augstein unter anderem, Augstein hatte damals Franz Josef Strauß ein bisschen auf dem Kieker gehabt, der Spiegel sowieso. Ja, klar. Sie haben auch selbst über Augstein ein Porträt gemacht, als er FDP-Politiker werden wollte. Gar nicht mal so sympathisch für ihn. Nein, es war so. Durch auch so eine Verkettung von Zufällen kannte ich ihn und ich habe dann mit seiner damaligen Lebensgefährtin einen Film gemacht für den NDR und dadurch bin ich da häufig gewesen und das wussten die beim NDR und dann hat Peter Merseburger, damals Panoramachef, war vor 4 Wochen oder wann das war, auf seiner Trauerbeerdigung, 93 geworden, hat er mich gefragt, Sie kennen doch Augstein und da kommen Sie vielleicht ein bisschen näher ran, wollen Sie nicht für Panorama einen Beitrag drüber machen? Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und bin dann da hingefahren, nach Paderborn, Reda Wiedenbrück und habe dann gedreht. Und die Szenen, die ich da hatte, waren irgendwie so lustig, so komisch und auch irgendwie für ihn auch nicht so doll, dass ich mir auch überlegt habe, wenn du das jetzt zu einem Film zusammenbaust, der redet so schnell nicht wieder mit dir. Und dann habe ich mir überlegt... Das war Ihnen aber doch schon immer egal, oder? Dann habe ich überlegt, wie würde er das machen? Ah. Und bin zum Ergebnis gekommen, der würde keine Rücksicht darauf nehmen. Und habe dann den Film so geschnitten, wie ich ihn für richtig gehalten habe. Und getextet. Und dann hat er 8 Jahre kein Wort mit mir geredet. Haben Sie viel Rücksicht auf Menschen genommen? Nein, das war für mich so ein Musterbeispiel, auch später, wenn mir Leute beim Spiegel gesagt haben, ja, er kennt den und den, also von Schröder, was weiß ich, oder Ron Sommer von der Telekom oder weiß der Deibel was. Ich habe niemals Rücksicht genommen, weil ich ja schon vorher diese Erfahrung gemacht habe mit Rudolf Augstein. Vor dem habe ich keine Rücksicht genommen. Und keine Rücksicht darauf genommen, dass der
dann nicht mehr mit mir sprechen würde und ich vielleicht nicht mehr Chefredakteur des Spiegel werde, sondern ich glaube, einer der Gründe, warum er mich nachher durchgesetzt hat, war, weil er wusste, ich bin nicht käuflich. Ich mache das nicht. Ich nehme da keine Rücksicht auf Leute, nur weil ich sie kenne. Gab es jemals sowas, dass Sie Existenzängste hatten oder sowas? Oder dass Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft gemacht haben? Wenn man merkt, Rudolf Augstein stirbt, Sie ahnten ja schon, dann sind auch meine Tage beim Spiegel gezählt. Das war mir immer klar. Mir war klar, ich bin da ein festangestellter Manager und ein Angestellter. Mir gehört der Laden nicht, was ich schon damals sehr bedauert habe. Aber es war nun mal so, wie es war. Das war jetzt ein kleiner Scherz. Ne? Ich wusste immer, wem das Ding gehört und dass den Kindern der Anteil von Augstein nachher zufällt. So, und deswegen war mir klar, das ist ein Job auf Zeit. Und wenn die mich loswerden wollen, dann können sie mir jederzeit sagen, sie wollen mich loswerden. Dann müssen sie den Vertrag ausbezahlen und das war's. Und ich finde das auch legitim, als Augstein dann tot war und die Mehrheitsverhältnisse sich dadurch auch änderten, weil die Satzung so entsprechend war. Da kriegte Gruner und Jahr ein 0,5% mehr und die Mitarbeiter-KG auch. Und dann wurden alle wichtigen Entscheidungen, die mit 75% der Stimmen in der Gesellschafterversammlung gefällt werden mussten, war dann so, dass die Mitarbeiter-KG der wichtigste Faktor war. Und da war mir klar, da sind meine Tage gezählt. Und das war auch in Ordnung. Ich habe immer gesagt und sehe das auch heute so, das ist wie nach den Wahlen, wenn im Bundestag... Aber Mitarbeiter, waren Sie so ein strenger Chef, so ein schlechter Chef? Das werden Leute irgendwie unterschiedlich betrachten. Ich glaube, der wesentliche Punkt war der, das Ding war ja sehr stabil und lief gut. Und deswegen haben wir gedacht, das kann jeder. Tja, war nicht so. Scheiß auf den Chefredakteur. Kann jeder. Sind Sie froh, dass Sie in der damaligen Zeit der Vollblutjournalist waren? Ich weiß, Sie sind immer noch Vollblutjournalist. Nehmen Sie mir das nicht böse. Oder würden Sie heute sagen, ich mache nochmal Chefredakteur Spiegel? Nein, das würde ich, also erstens würde es mir keiner anbieten. Und zweitens ist das, also niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Das ist anders geworden und die Redakteure sind andere, sagen wir, die politische Stimmung ist anders, es sind andere Leute. Das könnte ich gar nicht. Und ich würde auch deswegen nicht versuchen, irgendwie sozusagen die Uhr zurückzudrehen. Mhm. Würden Sie heute jungen Menschen raten, in den Journalismus zu gehen? Wenn man das machen will, was Peter Merseburger hat immer gesagt, Journalismus ist lifelong learning, nicht lebenslanges Lernen. Wenn man sich dafür interessiert, ständig irgendwie was Neues in sich aufzunehmen, etwas Neues zu lernen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, das Privileg, das man dadurch hat, Journalist zu sein, auch zu haben, dass man das anderen mitteilen kann. Nicht? Muss man ja nicht wie beim Geheimdienst für sich behalten. Ja. Das ist ja, deswegen wäre ich beim Geheimdienst nie gut aufgehoben gewesen. Dafür hätte ich meine Geheimnisse lieber vorher verbreitet. Aber viel rausgefunden haben Sie ja schon. Ja, das schon. Aber zum Geheimdienst gehört ja Sachen rauszufinden und eine Rolle zu spielen und sich auch zu verstellen. Und das habe ich nie gemacht, sondern ich habe immer mit offenem Visier, also nie diese Wallraff-Tour, ich schleiche mich jetzt ein als der so und so, so und so, habe ich nie gemacht, sondern wir haben immer gesagt, war auch eine strikte Devise beim Spiegel, wir sagen, wer wir sind und wir sagen, was wir wollen und wir konfrontieren die Leute auch mit dem, was wir herausgefunden haben, sodass sie ihre Meinung dazu sagen können oder irgendwelche anderen Rückschlüsse daraus ziehen können. Haben die Leute immer damit konfrontiert, das war auch meiner Ansicht nach sehr wichtig. Also wie gesagt, das ist das Spannendste, was man überhaupt machen kann. Es ist schwieriger geworden deswegen, weil die Medien ja sich sehr stark verändert haben durchs Internet. Und früher war es so, wie der Publizist Paul Sethin von der FAZ mal gesagt hat, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen. Das stimmte schon damals nicht, das waren deutlich weniger Verleger. Aber es ist eben heute so, dass man nicht unbedingt einen Verlag oder einen Verleger braucht, der im Besitz der Produktionsmittel ist, sondern dass man ja im Internet alles veröffentlichen und sagen kann, was man will. Ich finde das auch richtig und legitim. Die Leute sollten vielleicht aufhören, ständig Twitter-Meldungen zu schreiben, wenn sie in einem Zustand sind,
bei dem sie schon nicht mehr Auto fahren sollten. Ich glaube, dass die meisten, die irgendwelchen Unsinn im Internet vertreiben, nicht mehr ganz nüchtern sind. Das gilt, glaube ich, auch für wichtige Politiker. Das merkt man manchmal auch, wenn Politiker irgendetwas loslassen. Das muss ja nicht nur der amerikanische Präsident sein. Aber jeder, der das Recht hat, wie zu wählen, sollte auch das Recht haben, seine Meinung zu äußern, auch wenn es Schwachsinn ist. Dafür sind Sie auch bei Spiegel TV durchaus, ich muss die Frage anders anfangen. Sie waren ja Teil der öffentlich-rechtlichen Medien durch Panorama, für den NDR. Dann entwickeln Sie Spiegel TV. Ich glaube, Sie hatten so einen Dreiklang. Ne? Es muss anfangen mit einer Geschichte, wo man sagt, hilft mir. Ja, ich habe immer gesagt, so, wenn wir so drei Geschichten haben, vorne muss eine sein, wo man sagt, boah, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich möglich? Und die zweite muss sein, boah, so eine Sauerei. Und am Ende muss es sein, boah, sowas Komisches, hast du das schon mal gehört? Mhm. Nicht so, also so ungefähr habe ich versucht, das zu machen. Ich hatte einen Fall total verdrängt, da haben Sie mich im Buch wieder dran erinnert, als Spiegel TV die Geschichte gemacht hat, als die ersten Flüchtlingsheime brannten. Mhm. Und für mich war der Spiegel komischerweise immer etwas linksorientiert, frag mich warum. Und dann tauchte dieses Video auf und Sie erklären es im Buch wunderbar. Sie erklären, warum dieser Hass kommt. Und ich weiß, Sie sind dafür gescholten worden, weil man eigentlich gesagt hat, pass auf, jetzt konzentrieren wir uns nicht auf, wir gucken nicht nach der Genese, warum sind die Leute so geworden, wie sie geworden sind, sondern wir gucken uns die Flüchtlinge an. Hat das bei Ihnen auch in der Redaktion für viel Widerstand gesorgt oder eher nicht? Nein. Wir haben viele Diskussionen darüber geführt. Ich sage Ihnen, diese Szene, die habe ich in dem Buch auch beschrieben, die ist mir auch nicht aus dem Kopf rausgegangen. Als in Rostock-Lichtenhagen diese Krawalle anfing, das war an einem Wochenende und an diesem Wochenende hatten wir Sendung und da meldete sich der Redakteur oder Reporter einer Nachrichtenagentur, einer Fernsehnachrichtenagentur, die da zufällig gedreht hatten und hat uns das Material gegeben. Und das zeigte den Beginn dieses ganzen Theaters dort. Und das ging damit los, das waren ja so Roma und Sinti, die da in diesem Haus mit dem großen Sonnenblumenzeichen wohnten. Und da hatten sich die Anwohner darüber aufgeregt, dass die da wohnten und der Rasen, dessen Betreten normalerweise verboten war, war alles wirklich Matsch und die haben ihre Klamotten da hingeschmissen, war unglaublich dreckig und alles Mögliche. Und darüber richten die sich auf, vor der Kamera. Und dann kamen erstmal die jungen Leute aus der Nachbarschaft und dann kamen langsam die Rechten, so immer weiter dazu. So. Und da haben wir einen kleinen Beitrag gemacht daraus. Und das ging aber ja immer weiter die ganze Zeit. Und dann habe ich sofort am nächsten Tag ein Kamerateam eigenes dahin geschickt und wir haben das die ganze Woche da gecovert. Und dann habe ich eine Redakteurin beauftragt, das zu einer Schwerpunktsendung zusammenzuschneiden. Und dann habe ich mir die Sendung angeguckt und habe gesagt, Beate, da fehlt was. Sagt sie, wieso, was fehlt denn da? Sag ich, ja, da fehlt die Szene, wie das losging. Das haben wir bei diesem Agenturmaterial gehabt. Und hat sie gesagt, ja, das habe ich ganz bewusst nicht reingenommen, denn kriegt man ja Verständnis dafür, warum die sich so verhalten haben, die Einwohner. Und habe ich gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, das wegzulassen, sondern wir wollen erklären und zeigen, wie es dazu gekommen ist. Und dazu gehört das. Wir wollen keine Agitation betreiben und wir müssen erzählen, wie es tatsächlich dazu gekommen ist. Haben Sie verfolgt, wie das andere Medien gemacht haben zu der Zeit? Haben die andere Sachen weggelassen? Ich kann Ihnen dafür jetzt keine Beispiele nennen, aber ich würde mal vermuten, wohl eher ja. Bei denen fing dann immer sozusagen die Randale gleich mit den Rechtsradikalen an, die da einmarschiert sind. Sind wir zu Mainstream? Also wir Zeitungen auch heute wieder? Und ach, ich will mir kein Urteil über andere machen. Also, wie gesagt, ich habe das. Ich sage Ihnen gerade, was in der Zeit, als wir Spiegel TV gemacht haben, da ging das ja mit den Rechten richtig los. Und ich kann mich erinnern, da waren Wahlen in Berlin und die Republikaner zogen das erste Mal ins Abgeordnetenhaus. Und alle waren völlig überrascht. Und wir auch. Wir hatten nicht damit gerechnet. Und dann haben wir in der Redaktion darüber geredet und habe ich gesagt, das passiert uns nicht nochmal, dass wir sozusagen von solch einer Entwicklung überrollt werden. Und wir bleiben da dran und wir zeigen, wie das ist.
Haben Sie mal jemals überlegt, Sie haben immer die große Politik gemacht, war Lokalzeitung mal irgendwann mal für Sie auf dem Radar überhaupt oder schon gar nicht, weil Sie sofort in die große Welt gingen? Nein, das war ja auch keine große Welt. Ich bin eben, also, wenn, nehmen wir mal an, eine Situation gewesen wäre, wo der Chefredakteur an der Lokalzeitung gesagt hätte, irgendwie wollen Sie nicht ein Volontariat hier machen, will ich nicht ausschließen, dass ich gesagt hätte, ja, mache ich. Und dann hätte ich vielleicht was ganz anderes gemacht. Lesen Sie Lokalzeitung? Ja. Niederelbe-Zeitung, bei uns draußen. Hamburger Abendblatt blätter ich so gelegentlich mal durch, aber nicht so richtig. Bleibt man ein Nachrichtenmann? Also sind Sie so ein Nachrichtenjunkie, permanent Handy an? Und Ja, doch. Aber natürlich im Wesentlichen in so Zeiten wie diesen, wo ja morgen wirklich der Atomblitz kommen könnte. Ja. Also ich bin da im Augenblick außerordentlich, ganz mulmiges Gefühl, was die Eskalation dieses Konfliktes in der Ukraine anbetrifft. Sie glauben nicht an ein Ende auf dem jetzigen Status quo? Sie glauben, es wird noch weiter extrem? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, also ich wäre sehr froh oder erleichtert, wenn es einen Waffenstillstand gibt und die irgendeinen Kompromiss aushandeln. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn die eine oder wenn die andere Seite gewinnt. Ich meine, wenn die eine Seite gewinnt, nehmen wir mal an, die Ukraine treibt jetzt die Russen irgendwie bis hin zur Krim aus der Ukraine raus, nicht? Nimmt die Ukraine wieder vollständig in Besitz, inklusive der Krim und der Donbass-Region, dann ist ja Putin der Verlierer. Und wie der sich dann verhält, das weiß ich auch nicht so richtig. Denn wenn der in die Ecke gedrängt wird, dann glaube ich, wird er erstmal Soldaten hinschicken, die dann. Sie haben ja gesagt. Oder wenn er gewinnt, ist das noch nicht das, was wir uns da gerade wünschen können. Das heißt, ich fürchte, wenn es jetzt irgendeinen Kompromiss geben wird, dann ist das Ergebnis für die Ukraine schlechter, als sie das vielleicht vor 2 Monaten hätten haben können. Wenn Sie Reporter wären, wo wären Sie jetzt dann in diesem Fall? Wären Sie in Kiew? Wären Sie? Das weiß ich überhaupt nicht. Also ich bin jetzt niemand, der sich danach drängt, in den Krieg zu ziehen. Also ich habe das mal gemacht, also bin mal im Iran-Irak-Krieg gewesen. Das fand ich auch sehr interessant, einfach mal vor Ort in einer solchen Geschichte zu sein. Aber ich bin eigentlich nicht der klassische irgendwie Kriegsreporter, der da dann mit dem Stahlhelm und der Schutzweste steht. Jetzt haben Sie ja in Ihrer Zeit permanent noch so einen Gerhard Schröder begleitet. Hätten Sie gedacht, dass es jetzt mal so ist? Ich glaube, die Bild-Zeitung titelt heute: Dann zieh doch nach Moskau. Ja, ich finde, die Kampagne gegen Gerhard Schröder ist nicht so, wie ich sie führen würde. Mhm. Ich muss sagen, ich bin mit dem im Augenblick auch nicht auf besonders guten Fuße. Und zwar übrigens schon seit längerer Zeit. Es wechselt manchmal. Und ich finde auch mal ganz, ganz grundsätzlich, ob ein Bundeskanzler, nachdem er seine Amtszeit als Bundeskanzler beendet hat, sich in die Abhängigkeit von einer Firma begeben sollte, die im Besitz eines anderen Staates ist. Mal ganz neutral gesagt, bin ich nicht so sicher, ob das richtig ist. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber man darf eben eines auch nicht vergessen, Putin ist auch nicht mehr der Putin, der mal vor 10 Jahren gewesen ist. Und dass es im Prinzip vernünftig ist, mit den Russen irgendwie vernünftige Beziehungen zu haben, ist auch für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber so wie die sich wie Putin sich in den letzten Jahren verhalten hat, das ist schon sehr bedenklich, muss ich wirklich sagen. 2 Fragen habe ich noch. Es ist super spannend, mit Ihnen zu plaudern, weil Sie ein Geschichtsbuch sind. Es hat vor kurzer Zeit eine Ohrfeige bei den Oscar-Verleihungen für Aufsehen gesorgt. Dann hat eine Ohrfeige bei einem Boxkampf Oliver Pocher für Aufsehen gesorgt. Ihr Leben, Ihr Schulleben hat auch mit einer Ohrfeige zu tun, oder? Ich muss sofort dran denken, naja, selbst das kann doch kein Zufall sein. Nein, das war wirklich ganz interessant. Ich hatte einen in der Grundschule, also Volksschule hieß es bei uns, Klasse 1 und 4 in einem Klassenraum. Und ich hatte eigentlich sehr guten Lehrer, mit dem ich auch sehr gut konnte, Herr Ebeling. Und der war einer der jüngsten Ritterkreuzträger der Wehrmacht gewesen, war Oberst, ist später auch General der Bundeswehr geworden. So, mit dem konnte ich eigentlich sehr gut. Und dann hatten wir Rechenaufgaben und rechts von mir saß die Tochter eines Architekten, die konnte die Aufgaben schneller lösen, obwohl die eigentlich nicht besonders schlau war. Und dann hat mein Lehrer mich geärgert
und hat sich so in die Bank links neben mir gesetzt und hat irgendwie so gestichelt, wieso ich das nicht so schnell konnte. Und dann habe ich erst so mit dem Ellbogen gemacht. Und als er nicht aufhörte, habe ich mit der rechten Hand ausgeholt, einen Batsch eingeklebt und habe voll getroffen. Es war eine ziemlich peinliche Szene. Ich musste mich ja später dafür entschuldigen, war alles ganz schrecklich. Das ist ja mich spät entschuldigt, ne? Ja, so, es war nicht so. Aber dann war eben was völlig Verrücktes. Der zog dann als General zur Bundeswehr. Ich habe den dann nie wieder gesehen. Als er 90 wurde, da war ich Chefredakteur des Spiegel. Und da rief mich seine Enkelin an und sagte, er würde gelegentlich über seinen Schüler reden und ob ich nicht ihm zum 90. Geburtstag ein paar Zeilen schreiben könnte. Und da war in dem Brief war seine Telefonnummer drin. Da habe ich ihn angerufen, hat er sich so gefreut, dass er geweint hat. Und wenige Wochen später oder Monate später starb meine Mutter. Und dann kam er zur Beerdigung. Und dann haben wir auf der Trauerfeier anschließend wieder gesessen und Kaffee getrunken. Und dann kam dieses Gespräch, diese Szene von damals mit der Ohrfeige. Und dann hat er gesagt, er möchte sich dafür entschuldigen. Denn er hätte mich damals nicht so in die Enge treiben dürfen. Dann war das auch erledigt. Und zwar 70 Jahre, ach nicht 70, 75 Jahre später. Haben Sie da, weinen Sie auch zuweilen? Gibt es so Momente, wo ja, Sie... Ja, sogar relativ häufig, weil ich häufig Tomatensauce mache mit Zwiebeln. Das ist aber das Einzige. Ja, erst beim Kochen löst das aus. Wann haben Sie den letzten Joint geraucht? Als ich 69 in Amerika war, habe ich mal so eine Tour gemacht, da wurde gelegentlich mal ein Joint geraucht. Das war nicht so richtig was für mich, weil ich kein Zigarettenraucher war. Und wenn Sie einen Joint nicht auf Lunge rauchen, dann merken Sie überhaupt nichts davon. Und dann habe ich das gelegentlich mal gemacht, nicht häufig. Und als ich dann zurückkam aus Amerika, habe ich dann mal eine Stäubesand auf Lunge geraucht und da wurde mir genauso schwummrig. Das heißt, Sie sind eigentlich nicht Raucher? Daran kann man sehen, dass Marihuana doch zu stärkeren Drogen führt. Ich habe dann angefangen, wirklich Zigaretten zu rauchen. Aber als ich mit Spiegel TV angefangen habe, da hatte ich eine Sekretärin, die hatte einen amerikanischen Ehemann, der brachte immer stangenweise Zigaretten zollfrei mit. Und dann haben wir um die Wette geraucht. Und als mir dann irgendwie klar wurde, was da auf mich zukommt bei Spiegel TV, da habe ich gesagt, so, wenn du jetzt weiter rauchst, bist du bald tot. Und dann habe ich Silvester 87 auf 88 die letzte Zigarette geraucht. Und das war's. Und also ein Joint sowieso nicht. Ich habe übrigens vor, weiß nicht, 3 Jahren oder was, haben wir einen Film gemacht über die Legalisierung von Marihuana, eine Reportage in Kalifornien. Und wir sind von einer Marihuana-Farm auf die andere gefahren. Ich habe keinen einzigen Joint geraucht. Das war noch nie mein Ding. Ich bin übrigens auch kein Anhänger der Legalisierung. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Okay, also nein. Nein, auf keinen Fall. Jetzt haben wir gesagt, junge Leute, Sie würden schon sagen, ja, geht in den Journalismus, es ist anstrengend, es wird schwieriger. Wie sehen Sie die Zukunft von so einer Lokalzeitung? Das muss jetzt gar nicht mal unsere sein. Also was? Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, das habe ich früher beim Spiegel schon immer gesagt, wir handeln nicht mit Holz. Das heißt, wir handeln nicht mit Papier. Und auf welche Weise die Informationen zu den Leuten kommen, das ist eine praktische Frage und keine ideologische Frage. Und die Leute werden auch weiterhin interessiert sein an den Informationen, den Diskussionen, auch im regionalen Bereich und gerade im regionalen Bereich. Ob das dann per Internet oder per Zeitung, also Papierzeitung stattfindet, ist eine praktische Frage. Ich glaube, gerade im regionalen Bereich werden die Zeitungen durchaus noch eine Zukunft haben. Bewegtbild? Sie sehen hier ein Studio, Sie haben selbst mit Studios gearbeitet. Ja, das gehört dazu. Das habe ich beim Spiegel ja, also gerade in meiner Zeit haben wir ja mit der Tageszeitung im Internet angefangen, Spiegel Online. Wir waren die Ersten damit, also zumindest in Deutschland. Wir haben eine Fernsehproduktion gehabt, wir haben sogar eine Zeit lang einen Fernsehsender gehabt. Und ich war immer der Meinung, wir sollten eine Tageszeitung uns zulegen. Ich wusste auch welche, nämlich den Tagesspiegel, schon wegen des Namens. Und habe immer gesagt, lass uns doch den Tagesspiegel übernehmen. Und dann fusionieren wir den Tagesspiegel mit Spiegel Online.
Und dann können wir dieselben Informationen, die wir im Internet verbreiten, am nächsten Tag oder am selben Tag per Druck rausgeben. Und einen Fernsehsender sollten wir auch haben. Also diese Kombination, die hatten wir eine Zeit lang, aber da war die Mitarbeiter-KG irgendwie etwas zögerlich, will ich mal so sagen. Und die wollten das nicht. Und deswegen haben wir den Sender damals verkauft. Jetzt als Herausgeber der Welt, N24, haben Sie eigentlich alles, ne? Ja, das ist ja der Grund, warum ich dann dabei geblieben bin. Also es gehörte mir ja gemeinsam mit ein paar anderen der Sender N24. Den haben wir mal übernommen und haben ihn irgendwie ziemlich erfolgreich gemacht. Und dann wollte Springer ja eher in den digitalen Bereich gehen. Und dazu brauchten sie einen Fernsehsender. Und einen Fernsehsender neu aufzubauen, das merken die jetzt bei Bild TV, ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, sehr schwierig. Und damals war der als Fernsehsender schon mal eine Basis. Und dann haben sie mich, Herr Döpfner, mich gefragt, wenn wir jetzt den Sender verkaufen, ob ich weitermachen wollte. Da habe ich gesagt, ja, mache ich gern, weil das ja, ist ja genau das, was ich beim Spiegel machen wollte und was die Mitarbeiter-KG irgendwie blockiert hat, nämlich eine Wochenzeitung und einen Fernsehsender zusammen und eine Online-Geschichte. Also im Grunde das, was ich eigentlich beim Spiegel machen wollte und was die nicht wollten. Und ja. Ich glaube, dass ihr Dreiklang von sich aufregen, boah, kann doch nicht sein. Ich glaube, das hat immer noch Bestand. Das wird nie aufhören. Das ist ja klassisch das, worüber diskutiert wird, wenn man kommt. Wir sagen ja auch, also im Idealfall ist es so, dass die Schwepo zumindest an einem Stammtisch mal irgendwie genannt wird. Unser Untergang ist meine Meinung, ist eine Bedeutungslosigkeit, wenn man nicht mehr drüber spricht. Also wenn es den Leser nicht mehr aufregt, ob wir was bringen oder nicht bringen, dann soll er sich lieber über mich aufregen. Er sollte sich sowieso viel mehr über Journalismus aufregen, als das zurzeit ist. Super. Herr Aust, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Werden Sie noch was in Aalen sehen oder gleich das Gespräch mit dem Kollegen Grill und dann geht es sofort wieder weiter? Wissen Sie, wo Sie morgen sind? Das ist zurzeit so eher, dass Ja, ich bin morgen früh in der Bahn. Da muss ich irgendwann zwischendurch aussteigen, weil ich um 11 ein Schaltgespräch habe mit einem englischen Verlag, ich habe mit einem Kollegen Adrian Geiges zusammen ein Buch gemacht über den Staatschef von China, Xi Jinping. Der mächtigste Mann der Welt, und das erscheint jetzt gerade demnächst auf Englisch. Und da haben wir mit dem Verlag eine Konferenz, weil in der Bahn der Empfang so schlecht ist, werde ich dann kurz vor 11 irgendwo aussteigen und den nächsten Zug weiternehmen. Und dann haben wir morgen an der Universität in Hannover eine Diskussion zu dem Buch. Sie hatten immer wenigstens die Zeit, noch mal eine Stunde zu reiten. Das ist jetzt passiert. Ja, die habe ich auch. Nein, ich bin beim Spiegel, ich bin also auch bei Spiegel TV. Ich bin morgens um 7 aufgestanden, habe um 8 auf dem Pferd gesessen, habe mir extra ein Pferd mit nach Hamburg geholt in einen Reitstall und bin dann noch mal kurz in die Dusche und dann in die Redaktion. Ich bin also in der letzten Zeit, auch als ich das Buch geschrieben habe, war ich viel auf dem Land und bin jeden Tag irgendwie noch eine Stunde oder länger mit dem Pferd, mit einem oder mit zwei durch den Wald geritten. Das mache ich auch immer noch. Und, also Ellwangen hier eine wunderschöne Stadt. Große Reitertradition von da an. Sie müssen auf jeden Fall wiederkommen und sich diese wunderbare Ostalb, wie kann man sowas Schwäbisch-Sibirien nennen? Keine Ahnung. Ja, das möchte ich auch mal wissen. Ich weiß gar nicht, wieso Lokalredakteure aus sowas kommen. Ne? Ganz schlimm. Das war ein langes Ein Glas mit Lars, heute visuell mit Stefan Aust. Schön, Sie da gehabt zu haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ebenso, danke.